Und da bin ich wieder. Mach mir schön locken. Na, krass. Und dafür habe ich da habe ich jetzt glaube ich gestern. Und ich habe diese Rollen T-Shirt gemacht. Und wenn ihr die kriegen wollt, müsst ihr diese erstmal oben bräuchten. 200 Grad, dann wollen wir den Rollen mit aus. Dann nehmt ihr ein Messer, eine Schere oder eine Pizzaschneider. Und dann ungefähr 2 cm dicke Längsstreifen, also schneidet in der Länge. Das mag ich mal. 2 cm. Und mehr. So geht das mit 3, 5, 4. So geht das 2 cm. Also damit geht's ganz gut. Man nimmt sich noch mit einer Rolle und ein Streifen und die Gedanken wickeln. Also eben die eine Schnecke rausziehen. Und jetzt noch die anderen machen. Das läuft. Und wenn ihr dann alle fertig habt, was bei mir 10 Stück sind, brauchen wir dann noch ein Ei, Zucker, Gabel und eine Schüssel. So, ein Handskilz. Oh Gott, schön. Ei aufschlagen. Ja, war ganz gut. Moment mal. So, da bin ich wieder und immer Eierschale rausfischen. Ist das? Keine Ahnung. Löffel. Wo sind das Ding hin? So. Aha. Ja, satt. So. Dann. Ein Pinsel nehmen. Passend zur Haarfarbe. So, dann. Man nehme Ei und Flash. Ei. Das macht ihr wieder mit allen. Bis gleich. Nach der vierten 12 Jahren ist es dann auch mal fertig. So, jetzt man nehme sich Zucker. Ah, hier. Oh, jetzt funktioniert es aber so schön. So. Dann ein bisschen Zucker. Zucker und dann so leicht drüber rieseln lassen. So. Das macht ihr wieder mit allem. Bis gleich. Schup. Tada! Alle haben jetzt Zucker drauf.
Und jetzt hat kommt das Blech in den Ofen. Heißt dann, einarmiges Blech machen, wird schwierig. Ofen auf, heißt. Blech nehmen und in den Ofen rein. Tschüss. Die bleiben jetzt lang drin, bis sie goldbraun sind. Schauen wir mal, wie lange das dauert. So ungefähr sollen wir Licht. So ungefähr sollen die dann aussehen. Und ich glaube, die tue ich mal raus. Bis gleich. Tada. Bumm. Die sind jetzt fertig. Wir müssen jetzt nur noch abkühlen. Und dann geht's gleich weiter. Erstmal müssen die abkühlen. Also, ich habe das jetzt halt abgefriemelt. Das war ja mal mega scheiße. Und ich mache gleich nochmal eine zweite Runde. Aber diesmal tue ich Öl drunter. Und schaut da mal, wie es da passiert. Und 20 Minuten backen. Alles sind bebuttert, also beölt und bewickelt. Jetzt kommen wieder Eier. Bam. Und jetzt noch. Der Zucker. Und die sind jetzt im Ofen. Bis in einer halben Stunde. So, also mit Öl. Lassen die mit Öl. Die sind besser weggegangen. Und jetzt machen wir Creme. Und dafür brauchen wir Sahne. Sahne. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Deswegen mal zwei raus. Dann brauchen wir noch ein Rührgerät. Rührgerät. Ah ja. So. Und jetzt hat die Sahne aufschlagen. Kurz bevor sie fertig ist, das reinrühren. Schau mal, wie es aussieht. Still scharf. Danke. Also, die Sahnemischung ist fertig. Wenn ihr wahrscheinlich so wie ich immer alleine backt, brauchen wir jetzt noch ein Glas. Das sieht ganz gut aus. Und dann, man nehme Beutel. Beutel aufmachen. Dann. Ja, super. Habe ich so eine kleine Hand dafür. Beutel ins Glas. Der Rest kommt unten rum. Und ich hatte sozusagen einen jemand, der wohl der Brüche vorstellt. Und da rein kommt das da. Ja, alles ist drinnen. So. Dann. Beutel nehmen. Da, also meine Lichtmenge. Dann da diese klitzekleine Spitze da unten abschneiden, nicht zu viel. So, Beutel ist offen. Und jetzt hat das da reinfüllen. Ui. Da reinfüllen. Das dann in den Kühlschrank rein. Und das war's. Ich zeige euch später ein Bild, wie es fertig aussieht. So sehen die jetzt aus. Ich würde die jetzt mal gut knapp 2 Stunden lang kühlen lassen. Am besten über Nacht. Dann kurz vor dem Essen raus tun. Mal scharf stellen hier. Oh, so sehen die alle aus hier. Oh, und das noch mehr. Der ist hinten, ja. Da ging ein bisschen was schief, aber so. Upp. Dann wünsche ich euch dann noch ein... Dann habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Tschüss!